Oh ja, kein Wunder, dass du so Schmerzen hast. Ich bin mir sicher, gleich kommt ein Arzt und dann wird es dir ganz schnell besser gehen. Na, hoffentlich. Sag mal, Linus, ist dir vielleicht kalt? Möchtest du eine Decke haben? Oh ja, bitte. Und, ist es so besser? Ist dir jetzt ein wenig wärmer? Ja, schon viel besser, danke. Meinst du, meine Mama ist schon da? Nein, ich glaube nicht. Sonst hätte die Frau unten vom Empfang angerufen. Aber ich gebe dir jetzt mal ein Schmerzmittel. Kannst du schon eine Tablette schlucken oder nimmst du immer noch Saft? Nein, eine Tablette möchte ich nicht schlucken. Das ist gar kein Problem. Ich habe hier einen Schmerzsaft. Der macht, dass dein Bauch dir nicht mehr ganz so doll wehtut. Schmeckt der denn lecker? Oh, Medizin schmeckt meistens gar nicht gut. Das stimmt, aber der schmeckt eigentlich ganz okay. Hier, bitteschön, Linus. Trink den bitte, dann können wir dich auch viel besser untersuchen und du hast nicht mehr so dolle Schmerzen. Als nächstes messe ich einmal Fieber bei dir. Mhm, du hast auf jeden Fall Fieber. So, Fieber... 39,3. Das ist schon ziemlich hoch, Linus. Ja, ich fühle mich auch gar nicht gut. Linus, mein Pieper ist eben gegangen. Ich bin sofort wieder bei dir. Naja, wenigstens ist die Krankenschwester nett. Ach Mann, wo bleibt denn Mami nur? Oh, mein Bauch tut immer noch weh, obwohl ich diesen Saft getrunken habe. Da bin ich wieder, Linus. So, dann wollen wir mal weitermachen. Als nächstes, sag mal, wie lange hast du denn schon diese Schmerzen? Ich weiß nicht. Nach dem Unterricht, also beim Unterricht, bin ich auf Toilette gegangen und auf einmal tat es weh. Das war in der zweiten Stunde. Und wenn du den Schmerz bewerten müsstest, zum Beispiel, 1 ist, du hast gar keine Schmerzen, du bist topfit. Und 10 ist, dass du es gar nicht mehr aushältst vor lauter Schmerzen. Wie würdest du denken, wie doll ist dein Schmerz? Ist es eher eine 5, also so mittel, oder ist es eine 7? Ich glaube, es ist eine 7, vielleicht auch eine 8. Es tut ganz schön doll weh. Ist der Schmerz denn noch schlimmer geworden? Ja, auf jeden Fall. Linus? Linus? Linus, wo bist du denn? Linus? Ist er hier vorne? Wo ist er denn? Beruhigen Sie sich mal. Wen suchen Sie denn? Was schreien Sie denn hier so rum? Ich suche meinen Sohn, Linus. Er ist ins Krankenhaus gekommen und er ist ganz alleine hier. Da machen Sie sich mal keine Sorgen, dann suchen wir den jetzt zusammen. Aber Sie brauchen hier nicht so rumschreien. Ja, entschuldigen Sie bitte. Also, wir suchen hier einen kleinen jungen Mann, der heißt, wie war der Name? Linus. Und ja, er ist hier irgendwie ins Krankenhaus gekommen. Wissen Sie da was von? Weiß ich da was von? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Hier war vorhin so viel los. Er heißt Linus, Linus Fröhlich. Und er hatte Bauchschmerzen und er ist noch so klein. Er hat bestimmt furchtbare Angst. Bitte, ich muss unbedingt zu ihm. Ja, an Linus kann ich mich erinnern. Der ist, warten Sie mal, ich guck mal eben. Behandlungszimmer 4. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Können Sie mir sagen, wie ich da hinkomme? Ja, Sie fahren mit dem Fahrstuhl. Sie haben Glück. Ich muss auch in Behandlungszimmer 4. Das ist mein nächster Patient. Kommen Sie mit, wir gehen zusammen. Ach, vielen, vielen Dank. So, da wären wir schon. Ach, vielen Dank, dass Sie mich mitnehmen. Hoffentlich geht's meinem Kleinen gut. Bestimmt. Und wenn nicht, dann bekommen wir ihn wieder hin. So, dann wollen wir mal schauen. Guten Tag, Linus. Ich bin Herr Dr. Kranz und ich bin heute ein behandelnder Arzt. Ich habe gehört, dir geht es nicht so gut. Mir geht's gar nicht gut. Ich habe immer noch ganz schlimme Schmerzen, obwohl ich schon so Saft getrunken habe. Ach, Linus, mein Kleiner, was hast du denn nur? Ach je, du siehst ja ganz blass aus. Oh, Mami, da bist du ja endlich. Ich habe schon gedacht, du kommst gar nicht mehr. Oh, mir tut das alles so weh. Ach, Linus, warum sagst du denn heute Morgen nichts? Sonst hätte ich dich doch gar nicht zur Schule geschickt. Nein, da hat mir doch noch gar nichts weh getan. Gut, Linus, dann will ich dich mal untersuchen. Seit wann hast du denn schon diese Schmerzen? Ja, also, ich weiß nicht, in der zweiten Stunde fing das an. Ganz plötzlich. Gut, ich taste dich mal jetzt ab. Wenn das weh tut, sag sofort Bescheid. Tut das hier weh? Das tut gar nicht weh. Nur, ja, weiß ich nicht. Und mir ist ganz übel auf einmal. Und Linus, wenn ich hier vorne drücke, tut dir das weh? Nein, das tut auch nicht weh. Oh, ich will nicht, dass die Schmerzen weggehen. Ja, also, wo tut sie denn noch weh? Tut es eher hier hinten weh oder wie?
Ja, am Rücken tut's ein bisschen aufweh. Ich kann es ganz schlecht beschreiben. Kannst du dich aufrichten, Linus, kurz? Geht das? Oder hast du solche Schmerzen? Nein, das geht. So, wenn ich hier vorne drücke, tut das weh? Ein bisschen, aber nicht so doll. Oh, jetzt kommen wieder so schlimme Schmerzen. Scheint irgendwas am Rücken zu sein. Bist du vielleicht hingefallen und hast dir irgendwie wehgetan? Erinner dich doch mal. Ach je, Linus. Was machst du denn noch für Sachen? Das mit dem Rücken möchte ich gerne abklären. Machen Sie bitte einen Röntgentermin für den Jungen, so schnell wie möglich. Aber ich bin nicht hingefallen. Och, manchmal merkt man das gar nicht. Ja, ich rufe sofort in der Radiologie an. Ach, Linus, kann ich dir irgendwas bringen? Möchtest du vielleicht mal was trinken? Radiologie, Station 7, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, ich bin Zoe. Ich bräuchte bitte ganz dringend einen Termin zum Röntgen. Hast du gerade was frei? Ja, du kannst in 2 Minuten hochkommen. Gut, dann gehen Sie jetzt erstmal zum Röntgen und dann komme ich gleich nochmal wieder. Und dann gucken wir uns mal das Bild an. Vielleicht hast du dir irgendwas am Rücken wehgetan. Manchmal strahlt der Schmerz so weit nach vorne, dass man das gar nicht merkt. So, Linus, meinst du kannst in den Rollstuhl? Und geht das, Linus? Wenn Sie gleich mit dem Röntgen fertig sind, kommen Sie einfach wieder hier runter. Ja, das machen wir. Dankeschön. Ach, Linus, du tust mir so leid. Ja, ich tue mir auch ganz schön leid. Hast du eigentlich Papa auch Bescheid gesagt? Und Oma und Emma und Fussel? Und nun hat er einen Schulranzen noch. Den müssen wir noch abholen. Ja, Linus, ich habe Papa Bescheid gesagt, aber der ist gerade in einer Besprechung. Ich hoffe, er ruft mich bald zurück. Und ja, Oma habe ich auch schon Bescheid gesagt. Mach dir keine Sorgen. Und das mit deinem Schulranzen klären wir auch noch. So, der nächste bitte. Ich glaube, Zoe hatte wegen ihn angerufen. Kann das sein? Ja, genau. Gut, Linus, wenn wir dich gleich röntgen, musst du ganz still liegen. Das ist sehr wichtig. So, hier steht, dass ich dich am Rücken einmal röntgen soll. Das heißt, du musst dich gleich umdrehen. Schaffst du das? Ja, bestimmt. Linus, ich habe hier noch keine Daten von dir. Kannst du mir mal sagen, wie du richtig heißt? Mit Nachnamen? Ich heiße Linus. Linus Fröhlich. Und kannst du mir auch sagen, wie alt du bist? Ich bin 6. Ich versuche am besten nochmal Lukas anzurufen. So, Linus, hier vorne bekommst du jetzt eine Schürze von mir. Die schützt dich vor den Röntgenstrahlen. Die sind zwar nicht gefährlich, aber man sollte nicht so viele Röntgenstrahlen abbekommen. Mach dir also keine Sorgen. Oh, die ist aber ganz schön schwer. Ja, das stimmt. Die ist wirklich sehr schwer. Und jetzt müssen wir dich einmal drehen. Ich helfe dir. Wenn du dich unwohl fühlst, sag mir bitte sofort Bescheid. Ist das so okay für dich, Linus? Ja, das geht so. Oh, mir ist ganz schlecht. Wenn es nicht geht, dann sag Bescheid. So, dann tippe ich nochmal einmal hier das Gerät ein. So, Linus, du darfst dich jetzt bitte nicht bewegen. Das geht auch ganz schnell. Ich muss jetzt den Raum verlassen. Also, Linus, du bist jetzt hier ganz alleine. Bitte, bitte, genau so liegen bleiben. Dich nicht bewegen. Du darfst dich wieder bewegen, wenn ich reinkomme. Aber so lange bitte so ruhig liegen bleiben. Oh je, der arme Junge hat ganz schön dolle Schmerzen. Super gemacht, das war's schon. Ja, danke. Ich habe mir auch ganz schön doll Mühe gegeben, dass ich mich nicht bewege. Oh, das tut so weh. Oh, mein Bauch. Oh je, komm mal her, ich helfe dir. Warten Sie eben bitte noch einen ganz kleinen Moment. Ich gebe Ihnen noch kurz die Bilder mit. Ach, Linus, und wie sieht's aus? Ging es beim Röntgen? So, hier bitteschön, einmal Ihre Bilder. Ich wünsche dir ganz gute Besserung. Ja, danke schön. Linus, sollen wir dich hinlegen oder möchtest du in dem Rollstuhl sitzen bleiben? Ja, ich hänge schon mal das Bild für den Arzt auf. Können Sie schon was sehen? Ob ich mir irgendwas gebrochen habe, was so weh tut? Nein, ich bin auch leider kein Arzt. Manchmal ist das so fein, dass ich das nicht erkennen kann. Einen glatten Durchbruch, den erkenne ich locker mittlerweile. Aber sowas, nein, da muss einmal der Arzt drauf gucken. So, Linus, dann wollen wir mal schauen. Ja, nee, der Rücken, der sieht gut aus. Habe ich ja gesagt, dass ich nicht hingefallen bin? Naja, aber irgendwo müssen ja die Schmerzen aus dem Rücken herkommen. Dann würde ich sagen, wir untersuchen nochmal die inneren Organe. Zoe, machst du denn bitte nochmal einen Ultraschalltermin für den Kleinen? Auch so schnell wie möglich. Ja, ich rufe gleich unten an. Gut, dann gehen Sie jetzt bitte zum Ultraschall und dann schauen wir mal, woher die Bauchschmerzen und die Rückenschmerzen kommen. Wir bekommen dich schon wieder hin, Linus. Mach dir keine Sorgen. Vielleicht ist es ja doch der Blinddarm. Da schreiben Sie auf jeden Fall mal eben rein, dass der Blinddarm gut geschallt wird. Oder machen Sie das mal eben, Zoe? Der Blinddarm? Oh je, das wäre ja wie bei Greta. Der müsste ja operiert werden. Das will ich auf keinen Fall. Hoffentlich ist das nicht der Blinddarm. Das macht mich ganz nervös.
Gut, Linus, Sie können dann schon runtergehen zum Ultraschall. Einfach an der Anmeldung vorbei und dann links, ganz den Gang durchlaufen. Da ist das Ultraschallzentrum. Da können Sie gerne reingehen, da wartet schon jemand auf Sie. Tut Ultraschall weh, Mama? Das hört sich ganz, ganz schlimm an. Nein, weißt du, wann du auch mal mit beim Ultraschall warst? Als wir geschaut haben, ob Emma ein Junge oder ein Mädchen ist. Das war auch Ultraschall. Ach so. Nee, das tut nicht weh, oder? Nein, das tut gar nicht weh. Hallo, du bist bestimmt der Linus, oder? Ja, bin ich. Gut, ich soll dich einmal mit dem Ultraschall hier unten untersuchen. Kommst du mit rein? Der Arzt hat in meinem PC geschrieben, dass du Bauchschmerzen hast und ich deinen Blinddarm untersuchen soll. Dafür müsstest du dich einmal ausziehen, damit ich deinen Bauch gut abschallen kann. Würdest du das tun? Schaffst du das? Soll ich dir helfen? Nein, ich mach das schon. Komm her, Linus, ich helfe dir. So, hier vorne habe ich einmal Ultraschallgel. Das ist ziemlich kalt. Ultraschalluntersuchung tut gar nicht weh. Das Einzige, was ein bisschen unangenehm ist, ist, dass dieses Gel so kalt ist. Ich mache da jetzt ein bisschen was auf deinen Bauch. So, schau mal. Oh, das ist aber wirklich kalt. Gut, und jetzt wollen wir mal gucken. Falls ich dir irgendwie weh tue, sag bitte Bescheid. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was du hast. So, hier vorne, das sieht alles sehr gut aus. Ich brauche noch mal ein bisschen mehr Gel. Das sieht auch gut aus. Nein, dein Blinddarm sieht sehr, sehr gut aus. Alles in Ordnung. Dann schalte ich mal hier vorne. Linus, würdest du dich einmal ein bisschen zur Seite drehen? Ja, und jetzt gucke ich mir einmal genau deine Nieren an. Oh ja, kein Wunder, dass du so Schmerzen hast. Du hast einen ganz großen Nierenstein hier vorne. Einen was? Einen Stein? Aber ich esse doch keine Steine. Ein Nierenstein? Ja, schauen Sie hier vorne. Sehen Sie das? Ich kenne mich damit ja nicht so gut aus, aber Sie haben recht, da ist irgendwas anders. Ich schaue jetzt nochmal einmal hier vorne. Nein, das sieht aber gut aus. Das ist auf jeden Fall hier, die Niere. Ihr Sohn hat Koliken, Nierenkoliken, daher die Schmerzen. Der Nierenstein ist wirklich groß. Ich schicke das gleich mal den Doktor. Ach du meine Güte, wo kommt denn jetzt dieser Stein her? Woher Nierensteine kommen, kann man nie zu 1000% sagen. Ja, aber der ist schon sehr, sehr groß. Oh je, und was wird da jetzt gemacht? Kann man den so entfernen? Einfach was trinken? Medizin? Oder muss er operiert werden? Operiert? Ich will nicht operiert werden. Nein, nein, nein. Also das kann ich jetzt gerade nicht mit ihm besprechen. Das machen Sie bitte mit dem Arzt. Es gibt aber auch beim Nierenstein verschiedene Therapiemöglichkeiten. Ich will nicht operiert werden, Mama. Mach was. Nein. Linus, jetzt warte doch erstmal ab. Vielleicht musst du ja gar nicht operiert werden. Oh, ich will keine Steine im Körper haben. Wo kommt der denn her? Ja, du hast doch gehört, dass man nie ganz sagen kann, woher der Nierenstein kommt. Auch wenn du operiert werden musst, Linus. Heutzutage geht das ganz, ganz schnell. Wir haben so viele Techniken entwickelt. Ich möchte aber trotzdem nicht operiert werden. Ja, Linus, aber wenn es gar nicht mehr anders geht, du kannst doch nicht die ganze Zeit mit diesen furchtbaren Schmerzen herumlaufen. Und auf Dauer ist das bestimmt nicht gut, wenn man da so einen Stein hat. Da gebe ich deiner Mama recht. Aber vielleicht solltet ihr erstmal oben mit dem Arzt sprechen. Der wird genau wissen, was er zu machen hat und zu tun. Ich kann das leider nicht entscheiden. Och, jetzt habe ich ganz dolle Angst. Ich möchte nicht operiert werden. Das ist ja schrecklich. Ach, Linus, das wird schon alles nicht so schlimm werden. Und vielleicht musst du ja gar nicht operiert werden. Und was ist, wenn schon? Dann kriege ich ja auch Narkiliose und wie das heißt. Und ich möchte aber nicht operiert werden. Ich bin noch nie operiert worden. Linus, vielleicht musst du ja gar nicht operiert werden. Klär das doch erstmal oben mit dem Arzt ab. Der hat hier die Entscheidung zu treffen. Und nicht du und nicht deine Mama und auch nicht ich. Vielleicht hast du ja Glück und man kann es vielleicht so irgendwie rausbekommen. Du musst dich jetzt auf jeden Fall beruhigen, Linus. Es wird schon alles nicht so schlimm werden. Wir werden schon eine Möglichkeit finden, um deinen Nierenstein loszuwerden. Ja, aber bitte nicht mit einer Operation. Kein Kind wird doch gerne operiert. Ja, moin, ich habe hier eine Frage. Ich suche meinen Sohn, Linus. Linus Fröhlich. Linus Fröhlich? Habe ich heute schon mal gehört, den Namen. Ist das nicht der Junge auf der 4? Oh, schau mal, Mama, da ist Papa. Papa, ich bin hier. Hallo, Papa. Oh, wo sind denn Oma und Emma? Oh, Linus, du siehst ja ganz blass aus. Was ist denn nur passiert? Ist alles in Ordnung? Oh je, oh je. Oh, stell dir mal vor, Papa, ich habe einen Stein im Körper. Einen Nierenstein, obwohl ich noch nie irgendwelche Steine gegessen habe. Das ist ja furchtbar, oder? Und jetzt soll ich vielleicht noch narkotisiert werden. Und nun, oh, ich möchte das nicht. Gott sei Dank, Lukas, du bist auch da. Oh, unser armer Junge hat einen Nierenstein. Stell dir das mal vor.
Och, Linus, ach, das wird schon alles nicht so schlimm werden. Nun beruhig dich mal, wir sind doch jetzt alle hier. Oh je, der Stein war ganz schön groß. Da muss bestimmt operiert werden. Hallo Kinder, ja, was denkt ihr? Muss Linus operiert werden, ja oder nein? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben geht. Und wenn ihr Lust habt, verlinken wir euch hier vorne noch ein paar weitere Videos zum Schauen. Wir danken euch sehr fürs Einschalten, würden uns super doll über ein kostenloses Kanalabo freuen und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder. Bis dann, tschüss!